So, Sonntagmorgen, hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Trading Insights. Ich begrüße alle recht herzlich und heiße auch den Ingmar willkommen, der heute wieder mit dabei ist. Ja, guten Morgen, René, und hallo in die Runde. Wir haben heute im Prinzip zwei große Themen. Wir werden uns einmal mit einer, ja, mit einem in Anführungszeichen System befassen. Oder sagen wir es mal anders, mit der Herleitung von Trends im Aktienmarkt aus der Veränderung der Tagesranges. Das werden wir als erstes machen. Und dann werden wir uns mit zwei Trading-Chancen befassen, mit zwei Märkten. Einmal mit dem Goldpreis und einmal mit Erdgas. Bevor wir das tun, wie immer die rechtlichen Hinweise. Wir richten uns auch heute an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung im Bereich Hebelprodukte. Alles, was wir heute besprechen, dient nur Demonstrationszwecken und ist keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren. Und Hebelprodukte beinhalten natürlich ein hohes Risiko, das bis hin zum Totalverlust führen kann. Und der Emittent könnte natürlich auch ausfallen. So, erster Themenpunkt. Diejenigen von euch, die in einer der Ausbildungen dabei waren oder dabei sind, kennen so die Grundstruktur von Strategien. Und da haben wir unter anderem ja auch Volatilitätsfilter beziehungsweise Vorfilterungen, die die Marktbedingungen abklären. Und ich weiß nicht, inwiefern jeder Einzelne sich schon mal mit dem Thema Volatilität und der Herleitung der künftigen Marktentwicklung, also was ist jetzt angesagt, eher auf Trend gehen oder Countertrend handeln, befasst hat. Im Normalfall stellt man dann mit der Zeit fest, dass Phasen, in denen die Vola sehr deutlich zurückgegangen ist und anhaltend niedrig ist, dass das naturgemäß Phasen sind, in denen man trendkonform handeln kann. Das ist eine Erkenntnis, die man irgendwann mit den Jahren entwickelt. Und gerade die Phasen, in denen es dann sehr volatil zugeht, in denen die Tagesschwankungen riesig sind, das sind in der Regel dann die Phasen, in denen man Countertrend handeln kann. Beides fühlt sich, muss man nur mal in sich reinhorchen oder sich vielleicht mal dran erinnern an solche Situationen, beides fühlt sich komisch an. Naturgemäß geht die Vola dann zurück, wenn der Markt schon weiter in einem Trend, in einem etablierten Trend ist. Was wir dann typischerweise machen als Trader ist, wir sagen, okay, der Trend ist schon weit fortgeschritten, da traue ich mich nicht mehr rein. Ich warte mal auf einen Rücksetzer. Dieser Rücksetzer kommt dann meistens nicht. Das heißt, da fühlt sich das dann insofern komisch an, als man sagt, ah, das ist schon zu weit gelaufen und die Vola ist so niedrig, wenn es jetzt, es kann jederzeit runterkrachen, ich mache das nicht. Und die andere Alternative oder die andere Variante, wenn die Vola sehr, sehr hoch ist, so wie wir es letztes Jahr im Frühjahr erlebt haben oder auch im Herbst, Winter, wo es dann richtig dynamisch zur Sache ging. Das sind dann die Situationen, wo man zwar nicht sofort, aber vom Grundprinzip her gegen diese Bewegung handeln kann oder sollte. Heißt, da ist es dann richtig, ins fallende Messer zu greifen. Natürlich nicht nach dem ersten Tag, wo es mal ein bisschen ausschlägt, aber übergeordnet ist das ebenso. Fühlt sich natürlich insofern blöd an, als man von dieser Volatilität fast erschlagen wird. Man traut sich dann nicht zu kaufen. Und wenn ich sehe, habe ich gerade die Woche auch mit dem Ingmar drüber gesprochen, wenn ich sehe, wo ich Positionen hatte und wo wir dann raus sind und wo wir jetzt stehen, da können einem teilweise schon die Tränen kommen. Wenn man sieht, wir waren im S&P bei 2400 Long, jetzt sind wir in Richtung 3000 unterwegs. WTI haben wir, glaube ich, so bei 42, 50 gekauft, haben es bei 50 roundabout verkauft. Jetzt stehen wir dabei, wurde jetzt ein bisschen zurückgekommen, 62, 80, 63. Also, das sind aber immer wieder die gleichen Situationen. Und das ist ja dann letztlich, wie lange man sowas hält, ist eine Frage, wie viele Positionen habe ich, kann ich stückeln, kann ich mit Teilverkäufen arbeiten und so weiter. Aber vom Grundprinzip her kann man sagen, was Volatilität angeht, kann ich eigentlich aus dem Marktverlauf sehr viel herleiten. Aber das Problem ist, ich werde naturgemäß dann entsprechende Ängste aufbauen, beziehungsweise ich werde mich dann in den entsprechenden Situationen
in den entsprechenden Situationen nicht trauen, das zu machen, was richtig ist. Was ich für mich persönlich gelernt habe, ist, wenn ich vor irgendetwas Angst habe, dann oder wenn ich eine Angst spüre, dann weiß ich, dass es richtig ist, das zu machen. Danach kann man eigentlich fast immer gehen. Und ich habe hier mal ein Beispiel rausgegriffen oder ein Beispielchart vom S&P, wo wir eben nur aus der Volatilität, wir betrachten den 20-Tage-Durchschnitt der Range, also für jeden einzelnen Tag gibt es ja eine Tagesschwankung, Tageshoch zu Tagestief, wie viel ist das, wie viele Punkte sind das, und davon gibt es, kann man eben gleitende Durchschnitte bilden. Also ich kann einen Durchschnitt der letzten 20 Tage bilden, wie groß war die durchschnittliche Range der letzten 20 Tage, wie groß ist die Range der letzten 200 Tage im Durchschnitt gewesen. Und genau das bildet dieser Indikator hier ab. Der bildet also einfach ab 20 Tage Durchschnitt, da kommt irgendein Wert raus, geteilt durch 200 Tage Durchschnitt, da kommt auch irgendein Wert raus. Und wenn wir hier sehen, wenn aus dieser Ratio 20 Tage Durchschnitt geteilt durch 200 Tage Durchschnitt der Range, wenn dort ein Wert von 0,8 bis 1,3 herauskommt oder vorliegt, dann in dieser Phase und nur in dieser Phase, in dieser Bandbreite, handelt man also auf Trend. Jetzt die Frage, in welche Richtung denn auf Trend? Und da kann man dann im nächsten Schritt sehen, wenn die Volatilität von einem sehr niedrigen Niveau aus, also wenn wir von einer Ratio, das 20 Tage geteilt durch den 200-Tage-Durchschnitt, kommen, die unterhalb von 0,8 liegt, das heißt also die Vola von einem niedrigen Niveau aus anzieht, und zwar deutlich anzieht, in diese Zone hineinläuft, dann sind das naturgemäß oder sind es immer Short-Signale, was ja auch nachvollziehbar ist. Wir hatten das im letzten Frühjahr, wir hatten das im letzten Herbst. Es kam dann von einem niedrigen Niveau aus dynamische Volatilität auf und da wurde dann eben ein Abwärtstrend etabliert. Und ich brauche gar nicht über den Chart kommen und über den Preis. Diese Systematik, also das sollte jeder natürlich für sich in Ruhe entwickeln auch. Das ist jetzt eigentlich eher, das ist weniger ein System, was ich jetzt zum Handeln rausgeben würde, sondern etwas, wo man aus der Volatilität heraus im Prinzip die Signale herleitet und gar keinen Preischart dazu braucht. Und ich habe gestern ein Interview von Jim Rogers, legendärer Rohstofftrader und sehr erfolgreicher Investor, gelesen. Und da wurde er, beziehungsweise ein Interview gehört, und da wurde er gefragt, ob High-Frequency-Trading irgendetwas in seinem Handeln verändert hat, ob diese Technologisierung irgendetwas verändert hat. Und da hat er das geantwortet, was er schon oftmals in seiner Karriere geantwortet hat, dass ihn das gar nicht interessiert. Ihn interessieren gar keine Charts. Der ist zum Beispiel um die Jahrtausendwende ist er um die Welt gereist und hat in der Zeit super erfolgreiche Rohstoffinvestments gemacht, weil er einfach überhaupt keinen Chart gebraucht hat, sondern er hat einfach gesehen, okay, niedrige Lagerbestände, kein Mensch will in Rohstoffe investiert sein, hat verschiedene fundamentale Bedingungen abgeklärt, aber hat sich keinen einzigen Preischart angeschaut. Und das hier ist im Prinzip etwas sehr Ähnliches. Wir kommen aus den Bedingungen heraus, die Vola zieht von einem niedrigen Niveau aus an, explodiert regelrecht sozusagen. Und wenn wir dann von diesem Wert, wenn wir den Wert 0,8 von unten nach oben kreuzen, macht man eine Short-Position auf. Wie gesagt, das ist jetzt kein System, wo jetzt der Einzelne hergehen sollte und sagen sollte, okay, das handle ich jetzt, sondern das muss man natürlich schon für sich auch entwickeln. Man muss auch wissen, wo sichert man ab und so weiter. Also das sind dann Sachen, die kommen noch darüber hinaus. Aber der Effekt an sich, ich kann aus der Volatilität des Marktes die Richtung und das grundsätzliche Verhalten, gehe ich auf Trend, gehe ich auf Countertrend, kann ich herleiten. Und in den Bereichen, wenn man jetzt zum Beispiel Bereiche hat, jenseits von 1,3, wenn es in diese Zone geht, das sind dann zum Beispiel Bereiche, wo man wirklich Countertrend handeln kann. Das sieht man zum Beispiel hier. Das ist so der Zeitpunkt, wo man dann auch aus einer Trendbewegung aussteigen sollte. Also ich kann im Prinzip, ich müsste gar keinen Chart haben. Den Preischart könnte ich komplett rauslöschen und könnte nur aus dem Verhältnis 20-Tage-Durchschnitt der Range zu 200-Tage-Durchschnitt der Range, nur daraus könnte ich herleiten, ob ich im Aktienmarkt long oder short gehe. Ich müsste gar keine
gar keinen Preis kennen. Und das finde ich, solche Sachen finde ich immer super interessant, weil es eben zeigt, dass wir alle, da braucht man sich gar nicht selbst ausnehmen, dass wir alle viel zu sehr auf Charts fixiert sind. Und letztlich kommt es eben aus den Bedingungen heraus. Also wenn Rohstoffe, wenn wir eine Überproduktion haben, dann liegen Rohstoffe am Boden und dann kann der Chart auch noch sonst was anzeigen, dann werden sie noch nicht steigen. Und umgekehrt, wenn es bestimmte Impulse am Markt gibt, wenn bestimmte Prozesse in Gang gesetzt werden, wenn bestimmte Vola-Breaks getriggert werden, dann kommt Bewegung rein. Und das ist für mich immer das Spannendste, wenn man gar nicht im Preischart selbst Bestätigung braucht, sondern wenn man aus den Konditionen heraus tradet. Heißt also, in dem Fall hier, linkes Beispiel, hätte man einen Short Trade, die Vola zieht an, 0,8 wird von unten nach oben gekreuzt und so lange bis 1,3 erreicht wird, bleibt man auf der Short-Seite. Das ist natürlich in der praktischen Anwendung, das klingt in der Theorie sehr einfach, in der praktischen Anwendung kann das natürlich problematisch werden, wenn man das mit einem zu kleinen Konto oder mit einer zu großen Positionsgröße macht, weil man hat hier halt keinen Stop drin, wenn man jetzt nur diese Technik betrachtet. Heißt also, man muss mit sehr kleinen Einsätzen agieren, man muss sehr genau wissen, was man macht. Ist also jetzt nichts, was ich jetzt empfehlen würde, dass das jemand, der damit noch gar nicht gearbeitet hat und der das nicht kennt, machen sollte. Für mich persönlich ist es einfach ein sehr guter Hinweisgeber, auf was gehe ich jetzt? Gehe ich jetzt auf Trend? Gehe ich auf Countertrend? Bleibe ich trendkonform investiert? Wann steige ich aus? Wann haben wir dieses Niveau erreicht, wo man wirklich reingreifen kann ins fallende Messer? Und das alles aus der Volatilität heraus, 20-Tage-Durchschnitt der Range zu 200-Tage-Durchschnitt der Range, finde ich persönlich sehr interessant. Und hier haben wir das zweite Beispiel, umgekehrte Situation. Wir kommen von oberhalb von 130, also oberhalb von 1,3 und fallen dann eben in diese Zone hinein, die Zone 0,8 bis 1,3. Die laufen wir von oben an. Das heißt, die Vola bildet sich von einem sehr hohen Niveau aus zurück. Da ist der Markt natürlich schon ein Stück gestiegen. Und dann kommt aber diese Phase, bei der man selbst, das wird jeder kennen, mir geht es selbst nach 22 Jahren ab und zu noch so, dass ich diese Emotion verspüre. Das sind dann so Situationen, wo man sich sagt, okay, da gehe ich ja jetzt nicht mehr rein in diesen Trend. Das ist jetzt schon, keine Ahnung, 10, 15% gestiegen. Und das sind dann aber die sehr stabilen Trends, in denen es auch kaum lohnt zu traden aktiv. Also ich persönlich ziehe viel mehr Informationen aus der Volatilität und aus anderen Bedingungen, als ich aus dem Preis selbst herausziehe. Da hat jeder natürlich eine andere Philosophie. Nur der Preis macht mitunter auch verwirrende Dinge. Da geht es mal über einen Preis hoch mit ganz niedrigem Volumen, es geht mal unter einen Preis tief mit niedrigem Volumen, völlig unbedeutende, rauschende Bewegung. Aber wenn ich das große Ganze begreife und sehe, okay, da zieht sich die Vola gerade massiv zusammen oder sie dehnt sich gerade aus. Das sind Dinge, mit denen man sein Trading tatsächlich verbessert. Und ich habe über die Jahre immer wieder genau in diese Richtung Lehren ziehen können für mich. Und die ziehe ich noch heute. Deshalb wird mein Trading in 3 oder in 5 Jahren wahrscheinlich sehr viel robuster und besser sein, als es jetzt ist. Und jetzt ist es robuster und besser, als es vor 5, 6 Jahren war. Und vor 5, 6 Jahren war es robuster, als es vor 10 Jahren war. Also das sind alles Entwicklungen und Sachen, die man mit der Zeit immer wieder, die einem immer wieder begegnen und die es im Grunde einfacher machen. Gerade wenn es darum geht, das Problem, was wir, glaube ich, alle haben oder was wir zumindest alle kennen, dass wir bei Trends zu früh aussteigen, dass wir uns in fortgeschrittene Trends nicht mehr reintrauen. In dem Moment, wo ich so eine Statistik sehe, beziehungsweise so eine fundamentale Begebenheit aus der Statistik heraus erkenne, habe ich eine ganz andere Sicherheit. Weil wenn ich nur den Preischart betrachte, dann nehme ich die Höhe entsprechend wahr und sage, ah, das ist schon zu weit gelaufen. Wenn ich aber begreife, jetzt sind wir volatechnisch in einer Phase, wo es sehr stabil in eine Richtung läuft, dann werde ich wahrscheinlich auch in solchen Situationen mit anderen Produkten agieren. Das sind dann zum Beispiel Situationen tatsächlich, in denen man auch mit höher gehebelten Produkten agieren kann, weil die Vola ist so gering, dass ich
relativ wenige, also vergleichsweise enge Stops nutzen kann und dadurch höher gehebelt agieren könnte, als ich es normalerweise machen würde. Und das sind so Sachen, die sich einfach aus dem Bedarf heraus ergeben, weil man da immer wieder suboptimale Ergebnisse erzielt und ja, vielleicht auch viel Punkte hat liegen lassen. Deshalb einfach aus dieser Volatilitätsfilterung heraus die Lehre zu ziehen, was für ein Trendstadium haben wir jetzt, wie verhalte ich mich jetzt, finde ich persönlich super interessant, zumal hier die Einstiegs- und Ausstiegssignale hier in dem Fall auch. Einstiegssignal ist, wir kommen von oben, also Einstiegssignal Long, völlig losgelöst, ob wir jetzt ein neues Preishoch machen oder nicht. Man geht Long rein in dem Moment, wo wir unter 1,3 absinken und man schließt die Position, sobald wir 0,8 erreichen. Das ist alles. Und bei der anderen Variante genau umgekehrt, sobald wir von unten die 0,8 erreichen, steigen wir ein in eine Short-Position und sobald wir die 1,3 erreichen, steigen wir aus. Jetzt wird es natürlich in der Praxis, deshalb braucht man dann auch für die praktische Anwendung auch Absicherung. Das wird ja nicht immer so laufen, dass wir von 0,8 dann bis 1,3 durchziehen und umgekehrt, sondern manchmal wird es vielleicht auch schon von 0,8 nur auf 0,9 raufgehen und dann muss ich irgendwie den Trade managen. Also deshalb, das sind jetzt hier gar nicht bewusst super Beispiele rausgegriffen, sondern es sind halt die letzten Beispiele rausgegriffen. Aber man muss da natürlich einen Managementprozess anschließen, wenn man das als System traden wollte. Ich nutze es eher für die Grundausrichtung, welche Trading-Art lege ich jetzt an? Gehe ich mit dem Trend? Welche Produkte kann man eher auswählen? Aggressivere oder weniger aggressive? Weil wenn ich natürlich in der Phase sehr hoher Vola Knockout-Produkte mit hohem Hebel handle, heißt es natürlich auch, ich werde mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgenockt werden. Und das ist, glaube ich, gerade interessant. Und hätte ich diese Erkenntnis mal in dem Bewusstsein, wie ich es heute habe, hätte ich diese Erkenntnis mal vor 5 oder vor 10 Jahren gehabt, hätte ich auch da einiges besser gemacht. Und das ist, glaube ich, der Prozess, vor dem man sich einfach nicht verschließen sollte. Auch gerade Jim Rogers, ich habe ja zuletzt öfter von Ray Dalio auch gesprochen und von anderen großen Investoren. Egal, wen von denen man sich genauer anschaut oder von wem man was liest, zum Beispiel Jim Rogers hat auch ein Interview gegeben, beziehungsweise hat einen Artikel geschrieben, Wall Street Journal oder irgendwo anders, weiß ich gar nicht, müsste ich nochmal nachschauen. Und da hat er auch eben eine erhöhte Chance für einen Rohstoffbullenmarkt jetzt in den nächsten Jahren gesehen, hat aber auch gleichzeitig dazu gesagt, er ist wahrscheinlich der schlechteste Timer überhaupt auf der ganzen Welt. Von daher sollte man nicht so viel auf seine Worte geben. Und ich sehe es genau andersherum. Er mag vielleicht nicht der beste Timer sein, das bin ich zum Beispiel auch nicht, was Investments angeht, aber er hat ein unheimlich gutes Gespür. Der ist 98 in Rohstoffe reingegangen, wir haben auch öfter darüber gesprochen. Das hat bis 2003 gedauert, bis die auf breiter Front dann angestiegen sind, aber vom Preisniveau her war das genau richtig. Deshalb, das finde ich unheimlich sympathisch, wenn jemand, der so erfolgreich ist und war, dann von sich selbst eben sagt, naja, geben Sie nicht viel auf meine Worte, ich bin nicht so der Super-Timer. Genau auf solche Leute zu hören oder das ernst zu nehmen und zumindest mal das als Denkanstoß zu nehmen, halte ich, glaube ich, für sehr, sehr wichtig. Und deshalb, gerade auch was das Thema Timing angeht, was kann man besser machen, was hat man vielleicht in der Vergangenheit nicht optimal gemacht, da helfen eben solche Instrumente, wenn man sie mit der Zeit für sich eben entdeckt. Und das hier kam im Prinzip als ja, als eine Art System, kam bei einer ganz anderen Sache heraus, die wir untersucht haben und wo wir was getestet haben und dabei kam eben diese Geschichte raus. Etwas, was ich schon lange irgendwie am Markt beobachtet habe, was ich irgendwie nicht in so ein klares Signalsystem reinbringen konnte und hier ist das eigentlich sehr klar und sehr gut messbar und von daher eine interessante Begebenheit, aber wie gesagt, das Problem wird dabei sein, das läuft ja nicht immer so wie hier, sondern es brechen auch mal Bewegungen oder Volaschübe zwischendrin ab. Das heißt, in der Praxis brauche ich dann einen Managementprozess für diese Trades und dann wird es auch schon wieder komplexer. Aber als Filter für die Grundausrichtung
unheimlich hilfreich und glaube ich etwas, was man beachten sollte. Kann jeder sich herstellen. Wir haben ja da auch diverse Charts dazu gemacht, die in der Ausbildung dabei sind, haben ja auch Zugriff auf diese Charts. Also das könnte sich jeder erstellen, so eine Filterung, die ist innerhalb von 5 Minuten im Chart hergestellt. René, kurze Frage dazu, weil es eben reinkam, du hast es zwar unten stehen mit 20-Tage-Durchschnitt, aber nochmal kurz zur Verständigung, dass es sich oben um einen Tageschart natürlich handelt, damit man dann die 20 und die 200-Tage-Linie natürlich, die Durchschnittslinie auf den Tageschart und nicht auf den Wochenchart oder Stundenchart oder sowas anwendet. Und da kam jetzt die Frage dazu, ob du sowas auch mal im kurzfristigeren Bereich ausgetestet hast, ob es jetzt zum Beispiel ja, ich sage es mal, im Stundenchart Kombinationen gibt aus den unterschiedlichen Durchschnittslinien, die sich anbieten würden für kurzfristigeres Trading. Also wird wahrscheinlich dort auch funktionieren, nur wahrscheinlich auch da wieder wie klassisch halt mit viel größerem Verschnitt und viel größerer Ungenauigkeit, weil es natürlich auf kleineren Zeitebenen, also was das ja misst, das sind ja keine gleitenden Durchschnitte, sondern das sind die gleitenden Durchschnitte also sind gleitende Durchschnitte, aber auf die Tagesrange, also auf die Rangegröße. Und natürlich, je kleiner die Zeitebene ist, jetzt auf 1-Minuten-Basis, wie schnell hat man mal eine 1-Minuten-Kerze fabriziert, die vergleichsweise groß ausschaut. Man sollte sich, glaube ich, immer im Hinterkopf behalten, je kleiner die Zeitebene und die Aggregation, desto größer die Zufallskomponente, weil natürlich wenige Aktionen oder Aktionen von kleineren Akteuren, die danach nicht mehr kaufen oder nicht mehr verkaufen, können dann natürlich eine starke Bewegung auslösen. Deshalb, das wird vom Grundprinzip her schon funktionieren, aber wenn man das jetzt vergleichen würde und sagen würde, okay, auf Tagesbasis, auf Wochenbasis und auf 5-Minuten-Basis, dann würde mit Sicherheit rauskommen, dass es auf Tagesbasis wahrscheinlich am besten funktioniert, vielleicht auf Wochenbasis ähnlich gut oder minimal besser sogar noch und auf 5-Minuten-Basis viel mehr Ungenauigkeiten auch drin hat. Also deshalb, ich persönlich filtere eigentlich, auch wenn ich Daytrading mache, wohlertechnisch immer vom Tageschart her, weil die kleineren Zeitebenen zu hohe Zufallskomponenten drin haben. Okay, und dann kam jetzt gerade mehrfach die Frage, ich fasse es gerade mal ein bisschen zusammen, und zwar die 20-Tage-Durchschnitt und 200-Tage-Durchschnitt, ob das der SMA ist oder ob das der ATR ist. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen und ja, vielleicht noch mal drei, vier Worte, wie man den selber erstellen könnte. Da kam jetzt gerade nämlich mehrfach die Nachfrage. Und letzte Frage dazu noch, ob es auch auf Forex anwendbar wäre. Also anwendbar wird es mit Sicherheit auf viele Märkte sein. Man müsste natürlich sich das für jeden Markt einzeln anschauen. Das ist einfach nur der Indikator, der dahinter steht, ist der, den wir auch schon mal gebastelt haben. Hoch minus Tief des einzelnen Tages, also Highest High des einzelnen Tages minus Lowest Low des einzelnen Tages. Da kommt eben irgendein Wert raus, das als Balkenhistogramm dargestellt. Und für die letzten 20 Tage, beziehungsweise für die letzten 200 Tage dann Durchschnitt auf dieses Balkenhistogramm. Also wenn wir jetzt angenommen, wir hätten jetzt in den letzten 10 Tagen, in den letzten 20 Tagen einen Durchschnitt von 10 Punkten im S&P gehabt und hätten auf 200 Tage Sicht hätten wir einen Durchschnitt von 20 gehabt, dann hätten wir hier einen Wert von 0,5. Also wären wir 50% oder hätten wir eine Ratio von 0,5, wären wir also noch sehr, sehr niedrig volatil. Also es ist ganz einfach nur Highest High minus Lowest Low, Periode 1 und darauf eben 20-Tage-Durchschnitt und 200-Tage-Durchschnitt angelegt. Beim ATR, wenn man das mit dem ATR machen würde, muss man vorsichtig sein. Bringt zwar ähnliche Werte langfristig, aber kommt immer auf den Markt drauf an. Bei Forex-Märkten kann man das noch machen, weil die durchlaufen im Prinzip. Wenn ich das aber beim FDAX zum Beispiel mache, der hat hier einen relativ, mittlerweile geht's ja durch die nächtliche Session, aber es gibt ja Märkte auch, Zucker zum Beispiel, Kaffee, die haben ja richtig lange Breaks dazwischen oder Magerschwein und Orangensaft, die haben ja Breaks von, was weiß ich, 12 Stunden dazwischen oder länger sogar noch. Das heißt, dann habe ich natürlich bei dem ATR die Schwäche, dass der die Lücke mitberechnet. Also der hat dann halt, wenn es einen Kurssprung gibt, rechnet er nicht die tatsächliche Tagesschwankung intraday, sondern
Wenn es angenommen, das macht jetzt 3% höher auf und schwankt dabei intraday, die eigentliche Kerze ist nur vergleichsweise klein, hat nur vielleicht 10 Ticks oder so, dann würde der einen riesigen ATR-Wert nehmen. Deshalb habe ich ganz am Anfang mit ATR gearbeitet, bis ich dann genau diese Schwäche identifiziert hatte. Und dann habe ich eben mir das selbst gebastelt, Highest High minus Lowest Low, Periode 1 und darauf dann diese gleitenden Durchschnitte. Also der ATR bringt in manchen Märkten, wenn sie wenige Breaks haben oder wenn sie nicht zu großen Sprüngen neigen, bringt er einen fast ähnlichen Wert, könnte man dann auch anwenden. Aber gerade die Märkte, die große Gaps reißen, können auch, da würde ich auf jeden Fall vom ATR abraten, weil da werden die Werte, die da rauskommen, ganz, ganz anders sein. Also das Beste ist tatsächlich Highest High minus Lowest Low. Können wir aber gerne nochmal in einem der nächsten Webinare machen, wenn das gewünscht ist, dann können wir den Chart einfach mal selbst erstellen hier. Dann stelle ich euch den bereit. Ist kein Hexenwerk, das kriegen wir in 5 Minuten zusammengestellt. Okay, super. Jetzt gerade noch mal zur aktuellen Situation, René. Und zwar sieht man ja, dass ungefähr ab dem 22.03. müsste es ungefähr sein, dass wir da über diese Signallinie von 0,8 angestiegen sind. Heißt das, du gehst davon aus, dass die Vola jetzt wieder ansteigen sollte und die Märkte eher fallen könnten? Würde man daraus lesen, genau. Das wäre da tatsächlich dann die Conclusio daraus. Genau. Aber jetzt sieht man natürlich auch, dass sich die Vola jetzt wieder so langsam wieder zurückbildet oder zuletzt zurückgebildet hat. Und da muss man eben schauen, sind wir in diesem Bereich noch oder weil in dem Moment, also wenn man das als System handeln würde, würde man, sobald es unter 0,8 fällt, würde man die Short-Position wieder schließen. Das wäre in dem Fall dann auch im Verlust, weil man hätte, kann ich gar nicht genau sehen, bei 2918, 2920 wahrscheinlich müsste das sein, hätte man da eine Position oder 2800, boah, meine Augen sind viel zu schlecht geworden mittlerweile. Also auf jeden Fall wäre man schon short und das ist ja anschließend deutlich gestiegen noch. Man würde dann die Position im Verlust ausstoppen müssen. Aber gegenwärtig wäre da die Indikation tatsächlich short, ja. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie das für uns ist, die Präsentation nicht mal vor sich liegen haben, die Sachen ja lesen zu müssen. Aber es geht einigermaßen. Dann noch eine Zwischenfrage zum bum, 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 lass mich mal kurz gucken. Zu den Bollinger Bändern. Fragt der Ralf, ob man, um die Vola abzulesen, auch alternativ die Bollinger Bänder heranziehen könnte, ob du das schon mal gemacht hast, um Vergleich zu haben. Ja, klar, also kann man natürlich nutzen. Das Problem ist, man findet dort schwierig ein einheitliches Maß. Also die sehen natürlich phasenweise relativ eng aus, aber was ist eng? Also da müsste man das sehr definieren. Also vom Grundprinzip her sind die Bollinger Bänder natürlich schon hilfreich oder geben uns natürlich da auch gute Hinweise. Mein Problem damit ist einfach, das ist ein sehr subjektiver, also es ist eine sehr subjektive und visuelle Wahrnehmung. Wenn man jetzt eine Phase hat, extrem hoher Vola und scrollt dann den Chart wieder zusammen oder scrollt ihn weiter auseinander, dann hat man eine andere Wahrnehmung. Mein Problem damit wäre einfach, dass ich kein objektives Maß hätte. Müsste man dann herausfinden für jeden einzelnen Markt, aber einzeln ist auch ein enormer Aufwand. Aber das muss man bei so einer Filterung hier auch machen. Also man kann jetzt auch nicht pauschal sagen, okay, für jeden Markt ist 20 Tage Durchschnitt der Range geteilt durch 200 Tage Durchschnitt der Range sinnvoll. Weil andere Märkte, es gibt Märkte, der S&P ist zum Beispiel ein relativ, ja, sagen wir mal, ein träger Markt. Dann gibt es Märkte, die sehr eruptiv und dynamisch sind, die mehr Haken schlagen. Von daher müsste man wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwie den dritten, vierten, fünften Markt testet, wird man zu anderen Parametrierungen kommen. Und das ist auch generell das Schwierige. Es gibt eigentlich für jeden Markt, jeder Markt hat sein Eigenleben und man muss alles einzeln parametrieren. Das macht es auch so schwierig, weil man natürlich im ersten Reflex gerne etwas nehmen möchte, was für jeden Markt auf die gleiche Art und Weise funktioniert. Man muss es aber natürlich, jeder Markt hat ja eine andere Vola. Das kann sich ja jeder mal einfach nur anschauen, was die, ja, selbst nur wenn es die impliziten Volatilitäten sind, die sind ja jetzt im Moment bei jedem Markt anders. So, und das heißt, ich müsste auch, und auch die langfristige historische Vola ist ja in jedem Markt anders. Also kann ich gar nicht davon ausgehen, dass ich mit einer und derselben Parametrierung auch bei so etwas
ob es auch die Bollinger Bänder sind, egal was es ist. Ich darf einfach nicht glauben, dass das für jeden Markt mit der gleichen Parametrierung funktionieren würde. Ganz einfach, weil jeder Markt anders ist. Also das kann von daher gar nicht funktionieren. Genau, ich denke mal auch, das ist ein wichtiger Punkt, weil das wird ja oft versucht zu verkaufen, dass man nur einmal was verstanden haben muss, eine ganz einfache Basissache, und das kann man auf alle Märkte anwenden. Ich gehe halt genauso wie du davon aus, dass jeder Markt Eigenheiten hat, dass überall andere große Player unterwegs sind, und dann muss man natürlich die Parameter entsprechend anpassen. So, dann würde ich sagen, jetzt gucke ich gerade nochmal schnell rein, ob hier irgendwas noch kommt. Genau, jetzt kam einfach mal eine grundsätzliche Frage, vielleicht vom Roland. Vielleicht kannst du da mal insgesamt was zu sagen. Wenn immer mehr dieses System nutzen würden, verändert sich das Ergebnis dann nicht erheblich? Ja, die Frage ist sehr gut und die Antwort ist da immer gleich. Das wird nie passieren. Also erstens mal würde so ein System, es gab es auch, glaube ich, selbst bei den Turtles gab es das ja damals, halten sich ja die Gerüchte oder sagen ja viele, okay, dieses Turtle-Prinzip, diese Strategien von den Turtles, die sind zu bekannt geworden, deshalb haben sie nicht mehr funktioniert. Sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, wenn man diese Strategien, das könnte man ja einfach beweisen, müsste man einfach mal machen, wenn man diese Turtle-Strategien, also es gab vielleicht, weiß es nicht jeder, es gab in den 80er Jahren, gab es mal eine Wette zwischen zwei Tradern, zwischen zwei erfolgreichen Tradern und Fondsmanagern, wo einer gesagt hat, Trading kann man jedem beibringen, man gibt den Leuten Regelwerke an die Hand und dann funktioniert das. Und der andere hat gesagt, nein, klappt nicht. Und dann haben die sich da, ich weiß gar nicht, waren es 10, 12, 13 Leute ausgesucht, per Anzeige und haben gesagt, okay, willkürlich irgendwelche Leute, die mit Trading wenig bis nichts zu tun hatten, die schulen wir und dann gucken wir, was rauskommt. Und dann kam bei allen ein anderes Ergebnis raus. Einige haben Millionen verdient, andere nicht, obwohl alle das gleiche Regelwerk hatten. Ich glaube, bei den Turtle-Regeln ist es ganz einfach so, und das könnte man, in dem Moment könnte man das verifizieren oder falsifizieren, was ich jetzt sage, indem man das einfach für die Zeit vor den Turtle-Tradern zurücktestet und guckt, wie hat es da funktioniert. Die Ansätze, die ich von denen kenne, sind halt einfach auf ein bestimmtes Marktverhalten ausgelegt und die Märkte haben eben diesen Modus haben sie eben nicht lange. Also immer nur sehr, sehr kurz, das ist halt auf Trendhandel ausgelegt und das bedeutet, du brauchst eine bestimmte Trendstärke und je effizienter die Märkte werden, die sind ja nicht effizienter geworden wegen den Turtle-Tradern, sondern die sind effizienter geworden wegen der Technologisierung. Und abgesehen davon bewegen sie sich sowieso nur so 10, 15% der Zeit in diesem Modus, den man dafür braucht. Also das ist, glaube ich, da das Problem. Und generell diese Sorge habe ich früher auch immer gehabt. Und je länger ich dabei bin, und wir haben ja jetzt selbst hier über 2000 Leute in Trading-Ausbildung in Projekten und so weiter gehabt oder haben. Natürlich auch noch einige davon drin. Und die Erkenntnis ist ganz einfach, man kann wahrscheinlich sogar die besten Regeln der Welt offenlegen. Es würde meines Erachtens nicht dazu kommen, dass genügend Leute das handeln. Also das halte ich für sehr unrealistisch. Selbst Fonds, die könnten natürlich so etwas vom Volumen her, können sie es kaputt machen, wenn jetzt mehrere Fonds sagen würden, okay, wir nutzen ein System. Das würde aber meines Erachtens auch nicht passieren, weil es dort Vorgaben gibt, die würden wahrscheinlich solche großen Einzelschwankungen gar nicht tolerieren dürfen oder können von der Ausgestaltung her, von dem, was sie verlieren dürfen, von dem, was sie an Schwankungen haben dürfen. Das heißt also, ein System, was ich als Trader nutze, da würde ich mal behaupten, 90% der Systeme würden aufgrund von verschiedenen Faktoren, ich habe FDAX-Systeme, die haben 600 Punkte als Stop. Kein einziger Fonds der Welt, der Fondsmanager würde wahrscheinlich sofort gefeuert werden, wenn er einen 600-Punkte-Stop in seinem System drin hätte. Also da muss man, glaube ich, auch wirklich sehen, das sind zwei Welten. Das heißt also, die einzigen, die es kaputt machen könnten, sind meines Erachtens institutionelle Adressen, weil die sind mächtig genug, um so ein System vom Volumen her ad absurdum zu führen. Würde nie passieren, weil ich habe es ja schon mal gesagt, wenn ich mich heute als Trader irgendwo bewerbe oder selbst wenn sich ein sehr, 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 sehr erfolgreicher Trader, der Tausende von Prozent gemacht hat, wenn der sich bei einer Bank bewirbt und sagt, guck mal hier, ich habe ein Konto von 10.000 auf 100.000 hochgehandelt
Im ersten Moment werden die den erstmal auslachen, weil es dort auf ganz andere Sachen ankommt. Der wird dann Schwankungen drin haben von 20, 30%. Die will kein Fonds in seinem Portfolio haben. Von daher, das sind zwei Welten. Und die Retail-Trader, die so etwas nutzen könnten, davon sind Minimum 90% viel zu kurzatmig. Das heißt, die werden das mal ein paar Mal machen, dann wird es eine gewischt bekommen. Spätestens wenn es den zweiten größeren Drawdown gibt in so einem System, hören die meisten auf. Also meines Erachtens kommt das, ist das super unwahrscheinlich, dass es dazu käme. Also ich glaube, jedes System, man könnte das offenlegen, das sagen mir auch viele Kollegen, die auch Seminare geben. Man könnte super Systeme offenlegen, sie würden sich nicht genügend verbreiten. Also hier in unseren Breitengraden sowieso nicht. Und das ist ja jetzt hier auch kein herausragendes System, das ist ja einfach eine simple Begebenheit. Aber grundsätzlich, egal für welches System, meines Erachtens wird das nicht passieren. Ich habe eine Strategie vielleicht, das abschließend dazu, ich habe eine Strategie auf Orangensaft, die nutzt im Prinzip, die arbeitet mit Limits in diesem halt ineffizienten Markt, der ganz wenige Orders im Markt liegen hat. Die würde man natürlich schnell kaputt machen können. Wenn ich die jetzt offenlege und 10 andere Leute handeln das, mache ich mir die Preise kaputt. Das ist aber auch das Einzige. Aber so ein System in so einem Markt würde man meiner Meinung nach nie kaputt bekommen. Also meine Einschätzung. Okay, super, dann war es das erstmal mit den Fragen. Danke dir. So, dann kommen wir zum ersten Markt, der grundsätzlich interessant ist, im kurz- bis mittelfristigen Bereich, nämlich Erdgas. Wir haben vor ein paar Wochen schon darüber gesprochen und haben dort auch über die Saisonalität gesprochen. Und Erdgas war in diesem Jahr eben untypisch, nicht saisonal stark. Normalerweise eigentlich die ganzen Energies, Rohöl, Erdgas, so ab Ende Februar stark. Wir sind in Mai hinein. Bei Erdgas war es sogar eher eine Schwäche. Ich war auch im Erdgas immer nur ganz, ganz gering investiert, hatte da, man selbst die Position war noch zu viel, muss man ganz klar sagen, aber hatte ganz wenig Einsatz. Ganz einfach, weil wir in diesem Jahr gesehen haben, dass die Bestände, die Lagerbestände weiter abverkaufen, als es normalerweise der Fall ist. Und ich habe gerade eben auch noch kurz bevor das Webinar hier losging, ich glaube, ich habe aber diesen Slide hier nicht drin, kann ich aber beim nächsten Mal gerne mal zeigen. Das Interessante, wobei man es hier auch schon so ein bisschen erahnen kann, das, was wir im Kopf haben, ist ja am Markt genau andersherum. Also zum Beispiel, man kann dort tatsächlich sehen, dass wenn die Bestände sehr hoch sind, macht der Markt Preistiefs. Und wenn die Bestände sehr niedrig sind, hat der Markt eher Preishochs, beziehungsweise läuft seitwärts. Was ganz einfach damit zusammenhängt, dass wir natürlich erstens schon mal die Zukunft handeln am Markt und zweitens natürlich dieser Kaufdruck dadurch oder der Preisdruck kommt natürlich dadurch, dass auch nachgefragt wird. Und wir haben einfach hier beim Erdgas vergleichsweise, hier unten rechts kann man das sehen, das ist natürlich eine Grafik, die muss ich ein bisschen erklären. Also hier sehen wir die Inventories, also die Lagerbestände 2013 bis 2018 einschließlich. Ist jetzt nicht ganz aktuell dieser Chart, das war der einzige, den ich jetzt dazu so gefunden habe. Hier seht ihr die aktuellen Bestände beziehungsweise die Weekly Storage. Und da sehen wir, dass wir hier jetzt gerade wieder so ein bisschen bei den Beständen steigen. Das ist dieses Häkchen hier. Der Preis reagiert noch nicht so stark darauf oder reagiert noch gar nicht darauf. Insgesamt sind wir hier noch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Jetzt 2018 hatten wir einen sehr, sehr niedrigen Wert bei den Inventories. Vergleichsweise niedrige Lagerbestände. Das drückt zwar sehr langfristig den Preis wieder nach oben, aber eben erst, wenn die Bestände schon eine Weile steigen. Also meistens ist es so, dass die Bestände anfangen zu steigen. Das bringt Nachfrage und diese Nachfrage bringt den Preis nach oben. Und was wir ja immer denken oder was wahrscheinlich viele denken, ist, okay, das war auch das Problem, was Jim Rogers geschrieben hatte. Er hatte zum Beispiel auch hatte in den 70er Jahren darauf hingewiesen, schon 72, 71, 72 hatte er darauf hingewiesen, dass die Lagerbestände von Rohöl extrem niedrig sind und von Erdgas.
und ist damals ausgelacht worden. Dann kam natürlich irgendwann, die waren auch eine ganze Weile niedrig und der Preis war immer noch niedrig. Es braucht dann halt immer gerade bei Rohstoffen so einen Trigger. In dem Fall war es damals ein Krieg, der ausbrach, der natürlich den Preis dann nach oben getrieben hat. Und das muss man eben auch verstehen. Rohstoffe sind halt ja nachfragegetriebene Märkte. Das heißt, wenn ich erkenne, Bestände sind niedrig, so wie wir es jetzt sehen hier auch, relativ niedrig. Hier diese rechte Grafik mit diesen kleinen Pünktchen. Ich habe das mal hier markiert. Diese unterschiedlichen Farben markieren jeweils das jeweilige Jahr. 2011 ist zum Beispiel hier dieser blaue Punkt. 2015 ist dieser dunkelrote Punkt. 2016 ist dieser hellrosa Punkt. Das ist also diese Region hier. Da hatten wir noch geringere Werte. Beziehungsweise da hatten wir sogar einen leichten Überschuss. Also hier unten sehen wir Defizit nach links und Überschuss nach rechts. Und aktueller Wert, 25.04., da sind wir hier. Also da liegen wir so ja, im unteren Drittel dieser ganzen Bandbreite. Also wir hatten auch damals Situationen, wo der Preis sehr niedrig war und die Bestände sehr niedrig waren. Nur es braucht natürlich irgendeinen Nachfrageanschub. Also in dem Moment, wo noch nichts nachgefragt wird, steigt der Preis nicht. Und das ist, glaube ich, das, was man bei Rohstoffen grundsätzlich verinnerlichen muss. Was auch das Schwierige daran ist. Deshalb dauert das manchmal auch so ewig, gefühlt so ewig. Man sieht, okay, wir sind unter Produktionskosten, zum Beispiel im Kaffee, im Zucker. Wir haben relativ niedrige Bestände beim Erdgas. Aber wenn es vielleicht gerade neue Technologien gibt oder wenn es einfach von der Nachfrageseite trotz niedriger Bestände nicht genügend Nachfrage gibt, weil zum Beispiel wir milde Winter haben, es wird nicht viel verbraucht, es wird generell nicht viel von dieser Energiesorte nachgefragt, dann bleibt der Preis trotzdem niedrig. Und das ist etwas, das sind immer zweidimensionierte, mindestens zweidimensionierte Geschichten. Und wir haben hier eine Situation, bei der es jederzeit wieder zu einem eruptiven Anstieg kommen kann. Deshalb ist der Markt grundsätzlich interessant, zumal wir jetzt sehen, dass die Bestände so langsam wieder steigen. Das sehen wir hier in diesem Chart. Wir haben jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal in Folge steigende Bestände gesehen. Das müsste den Preis dann einigermaßen stabilisieren. Aber wir haben auch schon darüber gesprochen vor ein paar Wochen. Das, was man nach oben erwarten kann, ist jetzt nicht riesig vom Potenzial. Da sind wahrscheinlich so 10% nach oben realistisch. Viel mehr wird's nicht sein. Aber grundsätzlich ein interessanter Markt. Auch jetzt nicht nur kurzfristig. Kurzfristig sehe ich jetzt da noch nicht den akuten Kaufbedarf. Aber wir sehen hier auch, dass wir mit den Inventories 2019 ist hier oben rechts in der Grafik diese dunkelblaue Linie und 2018 ist diese ja, türkisblaue Linie, wie auch immer man diese Farbe nennen möchte. Und wenn man genau hinschaut, sieht man hinten dran so einen Schatten, so einen hellgrauen Schatten. Das ist die 5-Jahres-Range zwischen 2013 und 2017. Das war die Bandbreite, in der sich die Inventories damals bewegt haben. Und da sind wir schon ziemlich am unteren Ende. Und das sind immer Situationen, wo es jederzeit zu einem eruptiven Preisschub kommen kann. Nicht muss, aber sollte man in dieser Zeit jetzt darauf achten, Erdgas grundsätzlich jetzt durch diese Käufe, die eingesetzt haben, dadurch, dass die Lager jetzt wieder begonnen werden zu befüllen. Interessant. Ich rechne jetzt erstmal nur damit, dass es so 10% Potenzial gibt nach oben. Ich glaube, den großen Schwung, da brauchen wir halt irgendeinen Auslöser, irgendeinen Trigger, wie auch immer der aussehen kann. Aber grundsätzlich mittlerweile wieder interessant, dieser Markt. Weil wir hier auf einem A niedrigen Niveau sind und die Bestände jetzt wieder steigen. Das heißt, es kommt so langsam wieder Nachfrage rein, aber die ist natürlich jetzt, wenn die zweimal so ein bisschen gestiegen sind, ist das noch nicht die riesige Nachfrage. Das kann also noch ein Weilchen dauern, bis wir da diese riesige Rallye sehen. Aber grundsätzlich auf diesem Niveau wieder interessant und ist ein Markt, in dem ich auch eine kleine Position habe und versuche so in Richtung 2,90, 3,0 zu handeln auf Sicht der nächsten Wochen. Zweiter Markt, den wir uns anschauen wollen, wahrscheinlich etwas beliebter als Erdgas, ist der Goldpreis.
Wir schauen uns ja immer wieder auch den Forecast an. Diejenigen, die in der Inner Circle-Ausbildung dabei waren, die absolviert haben, haben den Original-Gold-Forecast ja ausgehändigt bekommen und können den auf Lebenszeit nutzen als Excel-Datei mit Schulung. Wo findet man die Einflusswerte, die Daten? Und dann kann man den eben auf Lebenszeit nutzen. Wir schauen den aber auch hier in diesem Rahmen immer mal wieder an, von Zeit zu Zeit, und hatten ja für die letzten Jahre einmal die Prognose, dass es ab Dezember 2017 beschleunigt gen Süden laufen sollte. Zwischen Dezember 17 und August 18 sollte es fallen. Das hat ein Weilchen gedauert, bis es losging, aber im Endeffekt ist es dann auch tatsächlich deutlich zurückgekommen. Dann hat der Markt sich auf einem niedrigen Niveau stabilisiert und November 18 ging dann oder sollte dann eine Rallye losgehen, die bis in den Februar 2019 reicht. Und die hat auch tatsächlich stattgefunden. Und dann sehen wir, das hier ist dieses Sägezahnmuster, das dauert bis in den Herbst, also September, das hier ist November 2019, bis dahin dauert es an. Und dann haben wir erst wieder eine steile Bewegung aufwärts. April, also ich persönlich mag es nicht, diese einzelnen Zacken hier abzutraden, weil man verstehen muss, das sind immer nur einzelne Daten. Und so etwas hier, was aus 7, 8, 10, 12, 15 Datensätzen oder Datenwerten besteht, hat natürlich mehr Aussagekraft, als wenn ich hier so einen Zacken habe, der aus zwei Datensätzen besteht. Also da muss man aufpassen, oder zwei Datenpunkten vielmehr. Aber grundsätzlich ist die Ausrichtung für Gold nach wie vor long, und wahrscheinlich ist jetzt dieser Rücksetzer, wenn man sich auch auf den Tageschart jetzt mal bezieht, dann sehen wir hier, wir sind in dem Vol Value, der nutzt die Intermarket-Relation zwischen Gold- und Bondmarkt. Sind wir vergleichsweise weit unten. Das heißt, aus dieser Situation heraus haben wir jetzt eine ganz gute Chance, dass eine Aufwärtsphase wieder gerade im Entstehen ist. Die Wochenkerze aus der vergangenen Woche, aus der jetzt gerade endenden Woche, die ist eine bullische Überlagerungskerze. Das heißt, wir haben also mehrere Faktoren. Intermarkets jetzt wieder ein bisschen positiver und langfristig auch noch positiv bis ins Jahr 2021 mit hin und her, aber grundsätzlich bis ins Jahr 2021 Intermarket-basiert bullisch. Und ich weiß, was viele denken, wenn sie solche Aussagen hören, und ich finde es selbst immer ein bisschen seltsam. Allerdings, wer diesen Forecast mal verfolgt, und da gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal etliche Updates dazu, Gold Forecast, das ging schon 2012 los, wo ich dieses Ding genutzt habe. Und unheimlich gehaltvoll. Es mag komisch anmuten, dass man sagt, okay, das wird bis 2021 steigen, weil wer kennt schon die Zukunft? Sehe ich genauso. Aber wir haben gerade bei Rohstoffen, haben wir tatsächlich einfach wirklich starke fundamentale Einflussfaktoren, die aber eben zeitversetzt reagieren. Also wenn der Goldpreis ist zum Beispiel sehr sensibel für Zinsentwicklungen oder für Zinsveränderungen und für Veränderungen in der Inflation. Aber wir müssen uns von der Vorstellung lösen, dass jetzt die Zinsen gesenkt werden und sofort wirkt das in der Realwirtschaft. Das ist einfach nicht so, sondern das kommt erst mit der Zeit an. Diese Wirkungsverzögerung ist eben das, was man in solchen Forecasts nutzt. Und man kann ja einfach anhand der tatsächlichen Entwicklung, anhand des Forecasts, das ist alles ja dokumentiert und jeder kann das nachvollziehen auch, kann man ja schauen, wie akkurat und wie präzise die Prognosen waren. Wenn man dann immer noch sagt, das ist Quatsch, da freue ich mich, weil je weniger Leute das ernst nehmen, umso schöner ist es. Aber auf jeden Fall sehr gehaltvolle Prognosen dabei gewesen. Natürlich nicht immer ganz genau. Ganz klar, aber von der groben Tendenz her liegt das einfach daran, dass wir hier wenige wesentliche und zwar permanent vorhandene Einflussfaktoren sehen. Und deshalb trifft das auch sehr häufig, hat teilweise irre präzise Treffer, obwohl es 2,5 Jahre in die Zukunft reicht. Würde ich immer auch, oder verstehe ich jeden, der sagt, das ist doch Käse, das kann doch nicht sein. Wenn man mal die Logik dahinter verstanden hat und wenn man versteht, dass bestimmte Entscheidungen eben erst mit deutlicher Zeitverzögerung in der Realwirtschaft ankommen und somit dann auch erst zum Beispiel auf die Inflation wirken. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel, dass die Notenbanken die Zinsen senken, hauen die jetzt massiv runter und morgen haben wir auf einmal eine Inflation von, keine Ahnung, 3%, sondern die senken, senken, senken,
es tut sich nichts. Wir haben jetzt immer noch relativ niedrige Inflationsdaten. Mal, wenn man jetzt nicht von Türkei und von Argentinien spricht, wo es ein bisschen anders ist. Aber ansonsten haben wir langfristig, werden wir auch mal uns anschauen, habe ich gerade eben dran gearbeitet, bevor das Webinar gestartet ist. Werden wir uns mal anschauen, wie die langfristige Inflationsentwicklung ist, wie der Konsum ist. Und da wird man dann eben sehen, das sind immer Wirkungsverzögerungen. Also deshalb funktioniert das vom Grundprinzip. Und die Ausrichtung im Gold ist für mich bis auf weiteres Long. Ich war vor, ja, 8 Wochen ungefähr im Februar rausgegangen aus der Long-Position. Und jetzt werde ich eben in dieser Woche wieder eine erste Position zurückkaufen. Im Trading Room habe ich letzte Woche schon eine kleine Position aufgemacht, eine sehr, sehr kleine Position. Und hier werde ich jetzt in dieser Woche auch nochmal aktiv werden, weil wir A, im Forecast tendenziell eine positive Tendenz noch sehen bis ins Jahr 2021 und auch bis Februar 2020. Und weil wir hier auch im Vol Value eine relative Unterbewertung haben. Da muss man aber auch sehen, was wichtig ist, gerade wenn man dieses Instrument hier benutzt, haben wir auch geschult im GoFo Professional. Wenn man das nutzt, die Einstiegszeitpunkte sind die, wenn dieser Indikator sich von der Kaufzone aus nach oben biegt. Weil manchmal läuft das hier rein, so wie hier, und wertet weiter ab. Deshalb das Entscheidende ist dieses Austreten aus dieser Zone oder dieses sich von dieser Zone wegbewegen. Weil manchmal, wie gesagt, wertet es ab und wertet dann noch weiter ab. Jetzt haben wir hier so ein leichtes Häkchen nach oben durch die vergangene Woche. Wenn sich das jetzt in der kommenden Woche bestätigt im Preis, dann haben wir ganz gute Chancen, dass sich das stabil bis positiv entwickelt. Die riesige Rallye wird es jetzt wahrscheinlich noch nicht geben. Wir müssen nach wie vor über die 13,80 drüber, 13,90. Da ist noch viel Strecke zurückzulegen bis dorthin. Aber wenn das mal kommt, und da sollte man sich eben vorzeitig positioniert haben, dann wird es interessant. Und auch da ist es wieder ganz, ganz spannend. Also dieses Wochenende war mein Jim Rogers Wochenende, habe ich viel von ihm gelesen. Er hat auch, das fand ich ganz interessant, natürlich findet man es immer sympathisch, wenn jemand es ähnlich macht wie man selbst. Und vor allem, wenn es jemand ist, der nachweislich sehr erfolgreich ist, dann freut man sich, ganz klar. Er hat aber auch zum Beispiel, gerade was Gold angeht, hat er im Prinzip auch das gesagt, er hatte auch die Philosophie, die ich bei Rohstoffen habe, oder generell bei Rohstoffen hat er eine ähnliche Philosophie oder ein ähnliches Bewusstsein. Er sagt auch, es ist schwierig bis unmöglich, das genau zu timen. Ich kann aber erkennen, wann ein Markt unterbewertet ist. Und bei Gold sagt er zum Beispiel, er würde massiv zukaufen, wenn es unter 1000 Dollar fällt. Wenn es da niemals drunter fallen sollte, ist er immer noch genügend investiert, hat also schon Tranchen, hat schon Positionen. In seinem Fall wahrscheinlich eher physisch, um davon zu profitieren, wenn der Preis ansteigt. Und das ist auch das, was ich eben als Erfahrungswert gemacht habe. Man wird es ganz, ganz selten schaffen, das perfekt zu timen. Also ist es sinnvoll, in mehreren Tranchen zu agieren. Das impliziert aber, ich brauche Sitzfleisch, wenn ich jetzt von großen Schwüngen profitieren möchte. Das hier ist ja jetzt eher so eine aktive Trading-Geschichte. Wenn ich von großen Schwüngen profitieren möchte, brauche ich Sitzfleisch und ich muss eben meine Einstiege und auch Ausstiege in Scheibchen schneiden, weil es nahezu unmöglich ist und nicht realistisch ist, dass man das dauerhaft perfekt timet. Ihr werdet immer, das als abschließendes Wort dazu, ihr werdet zu jeder Zeit irgendeinen finden, der sagt, doch, ich krieg's hin, das perfekt zu timen mit diesem Instrument und diesem und diesem. Es gibt sehr gute Trader, die auch sehr gut vom Timing sind, aber kein einziger Ansatz wird das dauerhaft über 10 Jahre, 20 Jahre schaffen, Situationen perfekt zu timen oder sehr, sehr gut zu timen. Jeder Ansatz wird eins, zweimal in dieser Zeit gravierend fehlschlagen. Da kann auch keiner mir was anderes erzählen, weil ich bin lange genug dabei, habe auch genügend gesehen. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn also irgendjemand sagt, er hat eine Methodik, die perfekt funktioniert, dann ist es ja toll und vielleicht habt ihr dann auch wirklich den Super-Trader gefunden. Dann einfach mal fragen, okay, zeig mal, wie das vor 5 Jahren war und zeig mal, wie das vor 10 Jahren war. Wenn er das zeigen kann, dass es da auch perfekt war und zwar lückenlos perfekt, dann ist es tatsächlich ein Übertrader. Bei den meisten ist es so, und das wird jeder von euch, und
ich auch und der Ingmar, jeder wird das schon erlebt haben. Man hat Phasen von 2, 3 Jahren, wo entweder es gar nicht läuft, alles, was man anpackt, es geht in die Grütze. Und man hat aber auch Phasen, wo alles, was man macht, mit einer bestimmten Methodik gut funktioniert. Das Problem ist, 2, 3 Jahre sind viel zu kurz. Es bringt nichts, wenn ich 2, 3 Jahre am Markt Geld verdiene und danach nicht mehr. Es bringt auch nichts, wenn ich 2, 3 Jahre am Markt was verliere. Das macht einen im Normalfall nicht pleite und das andere macht einen nicht reich. Es kommt darauf an, etwas zu haben, was über 10 Jahre, über 20 Jahre beständig funktioniert. Und da wird jeder Ansatz seine Schwachstellen haben. Und deshalb glaube ich, ist es am realistischsten, wenn man davon ausgeht, dass man eben nicht perfekt tradet. Und davon sollte man nun mal realistischerweise ausgehen. Ist es am besten, wenn man tatsächlich von vornherein sagt, okay, ich arbeite mit mehreren Tranchen, trade einen Teil aktiv, einen Teil lasse ich liegen. Das halte ich für am sinnvollsten, denn wenn es bei Rohstoffbullenmärkten mal losgeht, wir werden demnächst mal so ein Special dazu machen, wenn wir uns viele historische Charts anschauen, wenn es mal dort losgeht, dann gibt es kein Halten mehr. Und dann wird man auch verstehen, warum diese Wartezeit sich dann irgendwann richtig lohnt. Nur die lohnt sich halt bei Aktien sind da ein bisschen gleichförmiger von den Bewegungen. Bei Rohstoffen ist es so, das eiert 15 Jahre rum, dann steigt es 3, 4, 5 Jahre wie Sau. Und ich muss eben diese Wartezeit bis dorthin irgendwie überstehen. Das heißt nicht, dass man jetzt immer 15 Jahre warten muss, aber von der Relation her kann man eben sehen, diese Rohstoffbullenmärkte, die sind sehr eruptiv. Wenn ihr den CRB-Index, ich habe einen Chart auf dem anderen Rechner, der von 1749 bis heute reicht, da sieht man ewig lange seitwärts, dann senkrecht, Vervielfachung. Und dann aber auch wieder ewig lange seitwärts. Das ist das Schwierige daran. Nur es rechnet sich dann schon, wenn man das lange genug macht. Aber grundsätzlich ist es einfach sehr schwierig, weil wir zwei Komponenten haben. Einmal die Angebotsseite, die ist relativ gut steuerbar und kontrollierbar und auch messbar, ob ein Rohstoff günstig ist oder nicht. Nur bis sich sein Preis verteuert, da muss eben Nachfrage reinkommen. Und solange das nicht der Fall ist, wird es schwierig. Und deshalb halte ich es, glaube ich, nach wie vor für am sinnvollsten, in mehreren Tranchen zu operieren, auch bei solchen Geschichten wie bei Gold hier. Ich glaube, René, das ist ein guter Übergang eben auch gewesen, dass du gesagt hast, es kann natürlich auch immer fehlschlagen. Du versuchst ja im Endeffekt abzuleiten, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Markt steigt oder fällt. Weil hier kam jetzt gerade eben, ich fasse es mal kurz zusammen, ein paar Posts rein, wo es heißt, der Gold ist doch relativ spekulativ oder sehr spekulativ und könnte nicht das Gleiche passieren wie im Mai 2018, dass es eher seitwärts oder runter geht. Natürlich, also das kann alles sein. Es kann sein, dass die Analyse vom René, die er gerade gesagt hat, völlig in die Hose geht und es genau das Gegenteil macht. Aber was wir versuchen, ist immer einfach durch verschiedene Parameter, durch verschiedene Vorfilter, ob es jetzt der Forecast ist, ob es COT-Daten sind, Sentiment, Saisonalitäten, Intermarkets und so weiter und so fort, einfach nur zu schauen, für welche Bewegung ist die Wahrscheinlichkeit erhöht. Und das versuchen wir zu handeln. Und jetzt kam mich eben auch die Frage, würde es sich bei 1-2-High-Optionsscheinen lohnen oder anbieten? Natürlich, das ist dann der nächste Schritt, dass man sich genau überlegen kann, okay, welches Produkt könnte ich denn dann handeln? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe davon aus, laut Renés Aussage, es könnte aufwärts gehen, aber vielleicht auch seitwärts, also seitwärts aufwärts, da macht es natürlich mehr Sinn zu sagen, ich kaufe vielleicht anstatt eines Mini-Longs oder anstatt physisches Gold, kaufe ich mir vielleicht lieber ein Produkt, bei dem ich auch von einer Seitwärtsphase profitieren könnte. Das wäre zum Beispiel dann ein Sky-High-Optionsschein oder es gibt ja auch Discount-Call-Optionsscheine und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss ja dann im nächsten Schritt noch sagen, okay, welches Produkt passt zu mir? Dann gibt es auch wieder Unterschiede. Der eine sagt, okay, ich kann damit leben, dass es eine Barriere gibt, wie jetzt bei einem Stay-High-Optionsschein zum Beispiel, also eine Knockout-Barriere. Wenn es unter ein gewisses Level fällt, dann knockt das Produkt aus. Oder aber ich kaufe dann lieber einen Discount-Optionsschein zum Beispiel, einen Discount-Call, wo ich sage, okay, es kann zwischenzeitlich auch mal unter den Cap oder unter den Basispreis fallen, Hauptsache am Ende der Laufzeit steht es höher und so weiter und so fort. Auch da kann ich natürlich über die Produktauswahl nochmal meine Wahrscheinlichkeit erhöhen. Wenn ich jetzt sage, klar, ich gehe davon aus, der Markt schießt durch die Decke, da macht es ja wahrscheinlich mehr Sinn, ein Produkt zu kaufen, von dem ich nur davon profitiere, wenn der Markt sehr stark steigt. Aber wie gesagt, wenn ich die Wahrscheinlichkeit erhöhen möchte, einen Treffer zu platzieren, wenn der Markt auch seitwärts läuft, dann bieten sich eben andere Produkte an.
Dafür verzichte ich halt auf Renditemöglichkeiten, sollte der Markt doch dann relativ stark steigen. Dann bin ich natürlich irgendwo eingeschränkt. Dafür habe ich den Vorteil, wenn es seitwärts läuft, kann ich trotzdem was gewinnen. Aber um das nochmal zu sagen, natürlich ist hier nichts sicher und wir können immer nur versuchen, mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten. Und alles, was wir machen, ist Spekulation. Alles ist, ja, ist keine Garantie, ist kein Garantiefall. Wenn man das haben möchte, dann muss man dann doch sein Geld lieber aufs Sparbuch legen und damit klarkommen, dass man eben keine Zinsen bekommt. So, jetzt genau, Matthias fragt gerade noch als Frage dazu, würde ein klassischer Optionsschein wertlos verfallen, wenn der Basispreis unterschritten wird? Nein, während der Laufzeit nicht, nur dann am Ende der Laufzeit. Also als Beispiel, wenn man einen Call-Optionsschein auf den Goldpreis hat mit Basispreis 1000 und Laufzeit Ende 2019 zum Beispiel, dann kann ruhig der Goldpreis zwischenzeitlich unter 1000 fallen. Das wäre egal bei einem klassischen Call-Optionsschein. Nur am Ende der Laufzeit müssten wir über 1000 notieren, damit das Produkt einen inneren Wert hat, der ihm dann eben ausgezahlt wird. So, jetzt gucke ich gerade noch mal. Genau, jetzt schreibt auch gerade der Freddy, wie wäre es mit Discount-Zertifikaten? Da muss man schauen, was es da gibt. Im Rohstoffbereich gibt es meistens nur sehr wenige Produkte, gerade wenn man jetzt vielleicht noch auf Gold oder Silber, das müsste man mal schauen, wo es dann gar nichts mehr gibt, eigentlich ist dann auf Future-Rohstoffe. So. Genau, der Jens schreibt, genau was du auch immer sagst, René, wenn man bei 2000 verkauft, ist es ja eigentlich egal, ob man bei 999 eingestiegen ist oder bei 880. Genau das sagen wir auch immer wieder, nur das Timing ist natürlich immer schwierig. Aber klar, wenn man grundsätzlich eine größere Bewegung mitnehmen möchte, ist es egal. Nur da auch wieder die Frage, welches Produkt wähle ich? Wenn ich natürlich dann sage, prinzipiell, ich bin bei 999 eingestiegen, zwischenzeitlich ist es auf 880 gefallen, am Schluss stehen wir bei 2000, klar, dann ist das übergeordnet sieht das gut aus, wenn man jetzt das so anzeigt. Aber wenn ich natürlich vorher Knockout hatte bei 900 US-Dollar und der Markt ist bei 880 zwischendurch gestanden, dann bin ich eben weg. Und das ist auch das, ich habe die Tage was mit ein paar Kunden darüber gesprochen und darüber geschrieben, das ist eben genau der Unterschied zwischen realen Handel und Analysen, die man einfach nur schreibt. Wenn ich 100 Analysen schreibe, kann ich immer am Ende raussuchen, okay, irgendwas wird immer gut gegangen sein. Und dann kann ich sagen, ah ja, gut, es ging zwar von 999 kurz nochmal runter, aber dann ist es ja massiv gestiegen und die 2000 wurden erreicht. Und in der Historie sehe ich dann auch gar nicht mehr vielleicht, wie groß die nochmal der zwischenzeitliche Fall war von 999 auf 880. Aber im realen Handel wird es eben passieren, dass ich wahrscheinlich einen Stopp gezogen habe oder ich wurde ausgenockt und danach kam erst die Bewegung. Dann habe ich eben nichts davon, wenn wir auf 2000 angestiegen sind. Von daher macht das der René auch oft, wenn mal ein Produkt ausnockt, was ja eigentlich per se nicht, es ist nicht gut, dass es passiert, aber es ist auch nicht dramatisch, wenn es passiert, weil das ist ja das Gleiche, als wenn ich ein Produkt ausstoppen würde. Darüber haben wir schon oft hier gesprochen. Da muss ich einfach neue Positionen öffnen. Wenn ich davon ausgehe, es wird diese Bewegung kommen. Aber wie gesagt, ist ein massiver Unterschied zwischen realem Handel und einfach nur Analysen zu schreiben. Genau. René, das war es erstmal mit den Fragen, glaube ich. Du kannst ja noch mal ein paar letzte Worte sagen, weil du hast schon gesehen, du hast ja das Strategiesignale gerade offen, das ja am 1. Mai jetzt startet. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen. Genau, du hast ja schon gesagt, was wir besprechen, sind immer nur Wahrscheinlichkeiten und es kann immer natürlich alles passieren, das ist ganz klar. Nur wir versuchen natürlich immer Wahrscheinlichkeiten zu nutzen, die eben einen klaren Gewinnvorteil bringen und wenn man das wieder und wieder macht, Gesetz der großen Zahlen, funktioniert das. Das ist auch genau das, was wir bei dem Strategieportfolio machen werden. Wir haben heute nochmal ein letztes vorbereitendes Webinar dazu. 18 Uhr bis 19 Uhr wird das gehen. Und wir starten offiziell natürlich am 1. Mai. Ich habe es auch dazu schon ein paar Mal gesagt. Erstens, Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich, bis wir da 2000 Euro Gewinn erzielt haben, wann auch immer das sein wird. Was wichtig ist, das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht am 1. Mai direkt losgehen mit 10 Trades, sondern es wird dann Trades geben, wenn eben Signale vorliegen und in welchem Takt das ist, das werden wir sehen. Das hängt vom Markt ab. Und was ganz wichtig ist, vielleicht, weil du hattest mir die Woche das auch mal gesagt, dass da irgendwie eine Nachfrage kam bezüglich Backtest. Das sind alles Strategien, die wir schon seit Jahren in den Ausbildungen schulen und die ich real handle seitdem es die Strategien eben gibt. Da sind Strategien dabei, die nutze ich seit 10 Jahren. Es gibt andere, die nutze ich seit 7 Jahren. Es gibt auch ein paar, die nutze ich erst seit 3, 4 Jahren. Aber das sind alles Strategien,
die nicht nur gebacktestet sind, wo man dann sagen kann, okay, man weiß nicht, wie es real läuft, sondern das sind alles real angewendete Strategien. Und diejenigen, die in der Ausbildung dabei sind oder waren, kennen ja diese Setups. Das sind natürlich nicht alles aus einer Ausbildung, sondern das sind eben die, ja, robustesten 18 Strategien und auch anwendbarsten 18 Strategien aus verschiedenen Ausbildungen. Wir hatten ja das alte Real Money Trader Programm, was dann 2016, Anfang 2016 geschlossen wurde, was eine geschlossene Gruppe ist. Wir hatten Go for Professional, Inner Circle Erweiterung und das RW Mentoring. Und aus diesen verschiedenen Ausbildungen sind das eben Strategien. Das heißt also, wahrscheinlich der einzelne Trader wird nicht alle kennen, wenn er nur eine Ausbildung absolviert hat, was ja auch okay ist. Und das kann vielleicht auch gerade für diejenigen, die vielleicht eine Ausbildung gemacht haben und bei den anderen nicht dabei waren, weil dort andere Schwerpunkte waren, ganz interessant sein. Also 1. Mai geht's los, aber ob wir auch dann direkt schon den ersten Trade haben werden, werden wir sehen. Also es kommen dann Trades, wenn sie eben kommen. Heute 18 Nee, Uhr bis 19 Uhr dann das Webinar dazu. genau, ganz kurz noch, weil jetzt hier mehrfach die Frage kam, wie groß ist das Depot? Also wir starten mit einem 25.000 € Depot und bis die ersten 2.000 € Gewinn erzielt worden, ist die Teilnahme völlig kostenlos und unverbindlich. Das hat man beim letzten Webinar schon mal gesagt. Ihr braucht keine Sorgen haben, dass das danach anschließend in ein kostenpflichtiges Abo übertragen wird. Es wird so sein, dass wenn die 2.000 € erzielt wurden, dass es dann eine Übergangsfrist gibt und hat dann die Möglichkeit, sich erneut anzumelden. Wer sich nicht erneut anmeldet, fällt aus dem Verteiler raus. Er muss also keine Angst haben, wie gesagt, dass dann irgendwelche Rechnungen zugeschickt werden. Nur wenn man sich dann erneut anmeldet, dann wird es kostenpflichtig, nachdem, wie gesagt, diese 2.000 € erzielt wurden. Bis dahin könnt ihr das ohne Probleme testen und ja, gegebenenfalls mithandeln, wenn ihr das wollt oder auch nicht, oder einfach nur anschauen. Und es kam nämlich zuletzt auch, was mich immer wieder wundert, gibt es Personen, die abonnieren das, wie gesagt, was kostenlos und unverbindlich ist, und schreiben einen Tag später, hiermit widerrufe ich meine Anmeldung, ich möchte kein kostenpflichtiges Abo, wo ja auch überall steht, dass es 0 € kostet. Also ich sage es nochmal ausdrücklich, ihr braucht keine Angst zu haben, ihr könnt das testen, ihr könnt es ja auch einfach euch nur anschauen, wenn ihr mal sehen wollt. Ihr kennt vielleicht die ein oder andere Strategie, die der René ja in den verschiedenen Ausbildungen gelehrt hat. Wenn man sagt, man möchte mal schauen, wie das so funktioniert in der Praxis, dann kann man sich das dort anschauen. Man kann auch sehen, wie hoch die Positionen eingegangen werden. Es werden klare Produkte auch angegeben, in die wir einsteigen und wo wir den Stopp setzen und das Ziel und so weiter. Dann könnt ihr einfach mal sehen, wie das Ganze läuft. Und jetzt schaue ich gerade noch mal nach, was hier noch für Fragen kamen. Nee, also man kann natürlich, um das auch noch zu sagen, wer jetzt sagt, er hat ab dem 1.5. keine Zeit für 1, 2 Wochen, weil er im Urlaub ist und möchte auch keine E-Mails in der Zwischenzeit haben. Wie gesagt, das werden ja auch keine Hunderten von E-Mails sein, die man in der Zwischenzeit bekommt. Aber man kann sich natürlich auch doch danach anmelden. Und sollte es so sein, dass es jetzt beispielsweise ein halbes Jahr dauert, bis die 2.000 € erzielt wurden, wenn es dann klappt, dann wird es auch immer noch die Möglichkeit geben, während dieses halben Jahres sich jederzeit anzumelden und dort teilzunehmen und sich das Ganze anzuschauen. Also es wird nicht sein, dass ab dem 1. Mai die Anmeldung geschlossen ist, sondern man kann sich jederzeit dort weiter das Ganze anschauen. Und wie gesagt, bis dann die 2.000 € erzielt wurden im Referenzkonto, ist das Ganze unverbindlich und kann kostenlos getestet werden. Und den Link dazu zur Anmeldung habe ich auch hier in den Chat reingestellt. Kann man einfach draufklicken und entsprechend sich anmelden. Jetzt gucke ich gerade noch mal weiter. Okay, dann sehe ich, die Fragen sollten alle beantwortet sein. Ansonsten würde ich euch bitten, uns eine E-Mail zu schreiben, sollte irgendwas offen sein. Aber ich denke, ich bin ja ganz gut durchgekommen mit den Fragen. Dann sage ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Teilnahme mal wieder und freue mich aufs nächste Webinar. Jetzt, bevor ich aber Tschüss sage, sehe ich gerade, dass jetzt doch noch mal einige Fragen reinkommen. Die drei Einführungsseminare finden im Rahmen des Trading Insights Webinarreihe statt. Heißt also, ihr müsstet dann euch einfach, wenn heute das Webinar ist, auch wieder über diesen Link hier anmelden. Dann seid ihr mit von der Partie. Wir werden aber auch noch mal alle drei Webinare, wenn das heute abgeschlossen ist, an die Teilnehmer rausschicken, dass ihr die dann in Übersicht habt, also die Aufzeichnungen, dann könnt ihr euch das anschauen. Und René, vielleicht an dich dann noch die Frage, werden immer gleich Take-Profits und Stop-Loss mitgeteilt oder gibt es auch Strategien, wo das nicht der Fall ist? Und dann sage ich, du kannst die Frage noch beantworten. Ich sage aber schon mal, schönen Sonntag noch, genieß die Sonne, kommt ja gerade wieder raus zum Glück.
und freue mich aufs nächste Webinar. Wünsche euch einen guten Wochenstart und sage schon mal ciao. Und wie gesagt, René, an dich die Frage noch, ob es immer ein Take-Profit und Stop-Loss gibt oder ob das nur bei einzelnen Strategien ist. Ciao euch allen. Also es gibt immer einen Stop, allerdings ist der nicht bei der Kaufmail dabei, weil wenn wir zum Beispiel eine Market Order jetzt aufgeben, also wenn die Weisung ist, morgen zum ersten zustande kommenden Kurs zu kaufen, dann wissen wir ja gar nicht, zu welchem Kurs wir reinkommen. Das heißt, wenn der Stop sich dann berechnet mit einem Abstand von so und so viel Punkten zum Beispiel oder so und so viel Prozent, dann können wir das ja erst wissen in dem Moment, wo die Position eröffnet ist. Da kommen dann separate Mails und Take Profit. Nicht jede Strategie hat einen festen Take-Profit, sondern es gibt auch Strategien, die eben einen zeitbasierten Ausstieg haben, wo man eben dem Markt zum Beispiel 10 Tage Zeit gibt, einen Trend zu entwickeln und nach 10 Tagen wird ausgestiegen. Das heißt also auch da ist dann, gibt es dann eine separate Mail. Wenn es einen Take-Profit gibt, werden wir den natürlich dann auch, sobald der feststeht, per E-Mail wird dann automatisch eine Order-Mail kommen. Aber es gibt Strategien, wo es dann keinen festen Take-Profit gibt, sondern wo man dem Markt einfach über einen bestimmten Zeitraum Zeit gibt zu laufen. Und die werden dann einfach zeitbasiert rausgenommen. So, das war's dann auch von meiner Seite. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Webinar wurde aufgezeichnet, werden wir so schnell wie möglich auf den YouTube-Kanal online stellen. Falls ihr den noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und verabschiede mich. Bis dann, macht's gut, ciao.